Die Mimik sagt viel. Gesenkte Köpfe, starrer Blick. Die Temperatur in Wolfsburg ist mild, die Stimmung aber frostig. Der VfL galt als schärfster Konkurrent der Bayern, liegt nun jedoch schon 23 Punkte hinter dem Tabellenführer. Und noch weit schlimmer, von Borussia Dortmund auf dem zweiten Platz ist der Vizemeister bereits 15 Punkte entfernt. In Frankfurt hatte die Mannschaft lange Zeit alles im Griff, wirkte dann mit einmal schludrig. Drei der letzten vier Partien hat der VfL verloren. Schwer zu verstehen, auch für die Fans. Ich weiß nicht, ob sie noch im Winterschlaf sind oder ob das Training ihnen vielleicht nicht gut bekommen war oder ob ihnen der Ausfall von Dost ein bisschen zu schaffen macht. Er ist ja ein wichtiger Spieler für uns. Ich finde das schon eine gute Mannschaft, ne? Aber ich würde es mir wünschen, dass sie vielleicht noch einen kaufen, der dann auch mal richtig was bringen würde. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zurzeit keinen richtigen Knipser haben, der auch wirklich Tore treten kann. So wie, sage ich mal, Bastos, der jetzt verletzt ist, der fehlt wahrscheinlich auch an allen Ecken und Kanten, vorne im Zentrum. Der Ausfall Dost wiegt sicherlich schwer, aber besonders gravierend, die Auswärtsbilanz mit nur 6 Zählern ist vernichtend schlecht. Die Mannschaft um Stars wie Kruse, Draxler oder Schürrle zeigt auf fremden Plätzen nicht die Mentalität wie zu Hause und ruft ihre Qualität nicht ab. Wenn sie also wirklich dieses Selbstvertrauen auswärts auch mitnehmen würden und dementsprechend im Abschluss besser sind, also da muss ich sagen, dass da also wirklich noch Luft nach oben ist. Und dementsprechend sollte man so viel Selbstvertrauen haben, dass man also auswärts also auch vom Potenzial her jeden Gegner also beherrschen könnte. Die Fans wünschen sich einen neuen Star. Lange Zeit dachten Trainer Dieter Hecking und Klaus Allofs, das sei nicht zwingend nötig. Jetzt aber haben sie reagiert. Aus Brasilien kommt mit Bruno Henrique ein neuer Stürmer. Und weiterhin soll Breel Embolo vom FC Basel noch in der Winterpause verpflichtet werden. Ein Angebot von 27 Millionen haben die Schweizer allerdings abgelehnt. Aber mit oder ohne einen weiteren Neuen, die Fans sind sich sicher, dass ihr VfL wieder in die Spur kommt. Man sollte jetzt noch nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Wir werden das schon noch umreißen. Ich glaube, dass wir unter die ersten vier kommen können.